Tommy Haas oder Novak Djokovic. 11.500 Zuschauer im Gary-Weber-Stadion und sie sollten Zeuge eines spannenden, hochklassigen Finales werden. Tommy Haas legte vor gegen den Weltranglisten-Vierten, den gebürtigen Belgrader Novak Djokovic, führte mit 1:0 im ersten Satz. Novak Djokovic glich aus zum 1:1 und Tommy Haas dann zum zweiten Mal mit seinem Service. Man merkte von Beginn an, das war ein anderer Tommy Haas heute auf dem Center Court als im Halbfinale gegen Philipp Kohlschreiber, seinen deutschen Landsmann. Das Match hat er eigentlich nur durch seine Willensstärke gewonnen, aber wirklich überzeugt hatte er dort beim Dreisatzsieg gegen Kohlschreiber eigentlich nur selten. Heute von Beginn an ein ungemein griffiger, bissiger und spielfreudiger Tommy Haas auf dem Center Court. Spiel. Tommy Haas zeigte heute beeindruckende Aufschlagstärke, variierte seine Services ganz hervorragend, mal auf den Körper, mal hart durchgezogen, mal mit viel Schnitt und stellte damit Djokovic oft vor Riesenproblemen. Rückt wieder ins Netz auf und macht den Spielgewinn zum 4:3 im ersten Satz. Und dann so ein fantastischer Schlag, den Haas auspackt. Aus der Bedrängnis, Djokovic tauchte am Netz auf. Sein Vorbereitungsschlag nicht schlecht, aber der von Tommy Haas, die Antwort besser. Weltklasse, wie er diese Vorhand cross an Djokovic vorbei ins Feld bringt. 4:3, 15:30. Und noch so ein Ding, diesmal mit der Rückhand. 15:40, 30:40. Haas mit der Möglichkeit zum Break. Und er nutzt sie. Holt sich den Spielgewinn zum 5:3 im ersten Satz. Satzball dann bei eigenem Aufschlag. Lässig, nachlässig geht er mit der Chance um. Sein Stop landet im Netz. Aber noch eine Gelegenheit für den in Florida lebenden Haas. Und er holt sich den ersten Durchgang mit 6:3. Sage und schreibe 6:3 gegen Novak Djokovic, den ehemaligen Sieger der Australian Open 2008. Novak Djokovic im zweiten Satz gefordert. 2:0 bisher seine Bilanz gegen Tommy Haas. Zuletzt in diesem Jahr in Indian Wells in Kalifornien besiegte er den früheren Weltranglisten-Zweiten aus Deutschland. Haas dicht vor einer neuen Breakchance im fünften Spiel des zweiten Satzes. 15:30. Djokovic in seinem charakteristischen blauen Shirt. Kämpft, bewegt sich besser als Anfang der Woche hier im Turnier. Aber Djokovic zeigt, warum er als künftige Nummer 1 der Welt einigen Fachleuten gilt. Nicht immer spektakulär sein Spiel, aber er bewegt sich in aller Regel gut auf dem Feld, bringt viele Bälle zurück, macht den Spielgewinn. Der zweite Satz wurde enger. Djokovic fand zu seiner Normalform. Tommy Haas aber der Spieler, der wesentlich öfter am Netz auftauchte und dort in aller Regel die Punkte machte. Haas auch unter Druck mit klasse Schlägen. Sehr zur Freude seiner Verlobten Sarah Foster, die wie immer in der Loge mitbangte und mitfieberte. Wieder so ein klasse Aufschlag, kommt nach vorn und dann mit dem Topspin-Volley ins Feld, unerreichbar für Djokovic. Behält die Nerven, behält die Ruhe und gleicht im zweiten Satz aus zum 4:4. Novak Djokovic im zweiten Satz mit dem Vorteil, dass er immer vorlegte mit seinem Service, schaffte es, Haas in den Tiebreak zu zwingen. Und da hatte Djokovic plötzlich Satzbälle. Bei Aufschlag Tommy Haas.
Fehler mit dem ersten Service. Doppelfehler. Satz Nummer 2 geht nach Tiebreak mit 7:6 an Novak Djokovic, den Weltranglisten Vierten. Also das Finale im Gary Weber Stadion zu Halle wird über 3 Sätze entschieden. So viel war klar. Tommy Haas dann im dritten Satz. Im zweiten Spiel mit der Möglichkeit zum Break gegen Novak Djokovic, der im Achtelfinale fast schon draußen war, 5 Matchbälle gegen den Franzosen Serra abwehren musste. Jetzt unter Druck der Serbe. Und auch er gibt sein Service ab, allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, per Doppelfehler. Er war außer sich, das Temperamentsbündel aus Belgrad. Sein Racket musste dran glauben, was ihm eine Verwarnung von Schiedsrichter Fergus Murphy aus Irland einbrachte. Was für Perspektiven für Tommy Haas. Break 4 im dritten und entscheidenden Satz. Und er bewies Eiseskälte. Denn in seinem nächsten Service lag er schon mit 0:40 zurück. Er wehrte 3 Möglichkeiten zum Rebreak ab. Auch Tommy Haas haderte manchmal mit sich und seinem Spiel, aber er kämpfte sich den Spielball zum 3:0. Spiel Haas. Und die Gelegenheit nahm er an, führte mit 3:0 im dritten Satz. Die Stimmung im Gary Weber Stadion Halle, sie kochte phasenweise über. Kam Djokovic noch einmal ins Match zurück? Das war die Frage, die sich alle beim ersten Halle-Auftritt der Serben stellte. Haas mit dem nächsten Breakball zum 4:0. Eine Augenweide, seine Rückhand Longline geschlagen, lehrbuchmäßig. Spiel Djokovic. Nein, Djokovic gab noch nicht klein bei, verkürzte auf 1:3, aber jetzt war Haas nicht mehr aufzuhalten. Führt mit 5:1, 40:0, erster Matchball und er verwandelt ihn mit einem ganz, ganz coolen Volley. Der Triumph von Tommy Haas. 6:3, 6:7 und 6:1 gegen den Weltranglisten-Vierten Novak Djokovic. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, eine große Leistung vom gebürtigen Hamburger. Mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerutscht, zum ersten Mal in einem Rasenfinale, zum ersten Mal in Halle im Finale und gleich er mit dem Sieg. Tommy Haas will einen Riesensprung in der Weltrangliste machen unter die Top 40, aber auch Gratulation an Novak Djokovic zu einem tollen Finale, einem würdigen Abschluss der Gary Weber Open 2009.